100 Pokémon-Booster, um das Rainbow Glurak zu ziehen. 5 Jahre lang bin ich schon auf der Suche, doch leider ohne Erfolg. Aber heute soll sich genau das ändern. Wir öffnen gemeinsam 100 Booster aus 4 verschiedenen Sets, die alle eine Sache gemeinsam haben. Wertvolle Glurak-Karten. Ob ich den Fluch brechen kann und was für Karten wir sonst noch ziehen werden, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu diesem wunderbaren Video-Livestream. Wir werden heute, wie ihr schon im Intro gesehen habt, einige Booster öffnen. Und ich bin heute guter Dinge. Rainbow Glurak aus Nacht im Flammen. 5 Jahre lang ist es her. Und ich habe mich gut drauf vorbereitet. Sehr, sehr gut. Guckt euch das an. Das ist ein ganzer Batzen Booster, den wir jetzt zerrippen werden. Ich bin sehr gespannt mit... Dabei ist auch das gute Zitronenwater. Das kann heute nur reinlöten, sage ich euch. Das kann heute nur reinlöten. Wenn meine Kamera Bock hat, dann können wir auch starten, sage ich euch. Okay. Okay, Kamera, 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 Kamera. Bruder? 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 Ich glaube, die hat einen kleinen Drift. Einen Augenblick, bitte. So. Besser. Besser. Und ich würde sagen... Wir starten jetzt auch. Das war ein sehr, sehr weirder Anfang, muss ich euch sagen. Das war ein sehr, sehr weirder Anfang. Strahlende Sterne macht den Anfang. Wir haben heute einige Booster-Packs am Start. Strahlende Sterne, Nacht in Flammen, Welten im Wandel und Celebrations. Und ich sag's euch, das sind die besten Packs, glaube ich, um Glurak zu bekommen. Julian, Dankeschön für 1,49 € hier. Ich hoffe, es wird Glück bringen. Wir haben hier auch andere Karten, die wir ziehen können. Und wir starten rein mit dem guten Sylveon VMAX Alt Art. Aus Brilliant Stars. Oh mein Gott, und noch ein Whimsicott, ein Elfhuhn dahinter. Ich sag's euch, das wird heute richtig reinlöten hier, ey. Das wird heute richtig reinlöten, ey. Double Trouble jetzt zum Start vom Stream. Und dann auch noch mit so einer Karte. Das ist mehr als saftig, sage ich euch. Das ist mehr als saftig, guckt's euch an. Neues Glas incoming. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es ein neues Glas ist oder ob es einfach nur ein Glas ist. Das andere Glas ist leider gerade im Geschirrspüler, dementsprechend konnte ich es nicht nehmen. Und wie es aussieht, bringt es Glück. Es ist der goldene Strohhalm aber. Es ist der goldene Strohhalm. Ich packe die Booster Packs mal hier unten hin. Ich weiß nicht, wo ich sie hinpacken möchte, aber guck mal. Wir haben Mirapla, wir haben Glumanda, Meryl, wir haben den Brokkoli-Kopf, Sodamak und Alola Radikal. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ein bisschen hyped tatsächlich. Ich habe lange keine Nacht- und Flammenbooster mehr geöffnet. Das ist schon wirklich her. Das ist schon wirklich lange her, oder? Wo ist Urgel? Brudi, ich hoffe, wir werden heute Urgel ziehen. Aber ich glaube, wir haben kein Booster-Pack, wo Urgel zu ziehen ist. Ich glaube, in Brilliant Stars ist er nicht drin. Bomi! Boss's Order als Holo-Rare. Der gute Cyrus. Cyrus ist nice. Aber nicht so das, was wir wollen. Von Hand abwaschen war keine Option. Hand abwaschen war eine Option, aber das Ding ist, es war jetzt schon drin und der Geschirrspüler ist halt an. Dementsprechend brauche ich es nicht mehr anmachen, ne? Also, diesmal. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte mal was anderes. Roll um. Gardevoir, let's go. Nice. Gardevoir GX ist ebenfalls ein guter Junge. Unendliche Macht und Zwielicht. GX. Es fängt gut an. Es fängt gut an. Vor allem, es fängt gut an mit den Feen-Pokémon. Ich gerade mal im Kopf so, ist Elfhuhn von Typ Fee? For real? Ist Elfhuhn eine Fee? Kommt mir gar nicht so vor. Gar nicht. Staralilly. Wir haben Karrablast und Wulauso in Altart. Was für Blister. Was für Blister. Ey, so viele Altarts bisher. Und Magmortar und Illavoltag. Das... ist krass, Alter, ey. Hoppala. Und guck mal, wie scheiße die Sleeves sind von Celebrations. Die gehen einfach kaputt. So bad. So bad, ey. Aber Wulauso hier mit dem guten Mastrich. Wie er die Finger gegangen hat. So ein nices Artwork, ey. Strafe. Aber Zero, das ist eine englische Karte. Warum steht da Strafe? Es gibt halt auch das englische Wort Strafe. Maradox, Dankeschön für 10 Schweizer Franken. Viel Glück, gönn dir das Glurak. Vielen lieben Dank erstmal für den Support, Alter. Danke dir. Und Elektro, Dankeschön für 1,99 €. Was denkst du über Pokémon Go Booster? Ich glaube, ich habe schon sehr viel Pokémon Go geöffnet.
um meine Meinung so ein bisschen zu sagen. Ich finde, Pokémon Go ist ein okayes Set, aber die Poolrate ist halt echt wack. Und eine Sache, die ich mag, ist, dass das Set klein ist. Weil je kleiner ein Set ist, desto einfacher ist es zu vervollständigen. Und Ziel ist es ja eigentlich, ein Set immer zu vervollständigen. Also, ne, also dass man es vervollständigen kann. Und das ist nicht so, wie es bei Brilliant Stars ist, wo du 50 Secret Rares hast. Wo es halt kaum möglich ist. Und deswegen finde ich Pokémon Go da in dem Aspekt eigentlich ganz geil. Lushoking hier mit dem brillanten Artwork, Alter. Rap Jazz, danke schön für den Sup. Meinst du eher Trainer Gallery Karten oder Super Character Rares? Ah, Bruder, Alter, let's be real. Das ist eine Altart aus dem Japanischen, deswegen ist es für mich halt auch eine Altart. Ob es aus dem Trainer Gallery Set ist oder aus dem normalen. Natürlich sind Altarts mehr wert oder auch wertvoller oder auch seltener aus dem normalen Set. Yeah. Aber für mich ist es trotzdem eine Altart halt, ne? Weil es ist trotzdem ein anderes Artwork zu dem regulären. Wir haben bald 1000 Zuschauer. Leute, lasst mal gerne allen Daumen da. Und falls ihr nicht Abonnent des Kanals seid, dann lasst doch mal gerne ein Abo da. Denn unter anderem verlosen wir heute auch mal wieder was. Und ich weiß noch nicht so ganz, was wir verlosen. Aber irgendwas werden wir heute verlosen. Dementsprechend bleibt dran. Wir werden das definitiv machen. Aber später auf YouTube. Nicht jetzt. Später auf YouTube. Hi, Titil. Dankeschön ebenfalls. Und jetzt kommt on. Passt auf. Napoleon. Oh, let's go! That's class! Charizard Vista! Woo! Der erste Boy. Und ich kann euch eine Sache sagen. Das Feuer in meinen Augen ist das Signal, dass ich gewinne. Alter, ich habe so verdammt lange keinen Glurak Vista mehr gezogen halt, ne? Außer die Rainbow, no flex an der Stelle. Aber ich habe so lange keinen Vista Glurak gezogen, dass ich die Karte tatsächlich sehr viel geiler als die Rainbow finde inzwischen, weil ich sie nicht so oft sehe. Explosive Fire Starblaze. Sehr geil. Und wisst ihr was? Die verlosen wir. Wir verlosen diese Glurak Vista Karte nach dem Stream. Dafür müsst ihr einfach in die Kommentare nach dem Stream, in die YouTube-Kommentare schreiben. Vista ist mein. Vista ist mein, schreibt es dann in die YouTube-Kommentare und dann bekommt ihr die. Unterschrieben natürlich, alles was dazu gehört. Dann kann sich einer von euch freuen. Das Ganze dauert immer ein, zwei Wochen, bis ich das ausgelost habe. Dementsprechend habt ihr ein bisschen Zeit. Und ich habe auch ein bisschen Zeit, um den Gewinner auszuerkoren. Oder auszuküren. Oder wie man das auch mal sagen möchte. Pixie. Aber, wie gesagt, ohne euch würde ich das Ganze hier nicht machen können. Dementsprechend, wenn ich hier eine geile Karte mal ziehe, dann kann ich diese halt auch mal ruhig in den Lostopf schmeißen. Und ich glaube, einige von euch haben das Glück, nicht jeden Tag Packs öffnen zu können. Ich kann auch nicht jeden Tag Packs öffnen. Aber sehr, sehr oft Packs öffnen, Alter. Flareon Character Rare, let's go! Mit dem guten Blau. Und Granbull! Granbull inzwischen so eine Signature-Karte, die ziehe ich so oft, ey, das ist crazy. Flareon und Granbull, ein wunderbares Double Trouble. Urgel, wo ist der Boy? Also ich sag's euch, wenn Urgel Altart kommt, theoretisch ist Wulauso Altart mit dem Urgels im Hintergrund ja eigentlich schon eine Urgel Altart. Wir müssen die uns eigentlich gönnen. Eigentlich müssen wir die uns gönnen. Ich habe ein paar Donations und Subs nicht vorgelesen. Vielen lieben Dank erstmal an Zero of Time Fanpage für 4,99 €. Vielen lieben Dank, Kursbrudi. Geiler Name. Und an Maradox, auch nochmal an dich. Dankeschön für deinen Sub. Und The Screw Drew. The Screw Drew. Dankeschön ebenfalls für deinen Sub. Der White Coat sieht immer ganz kurz so aus wie eine Rainbow-Karte. Ja, stimmt so ein bisschen halt. Ne? Also der White Coat in dem Pack, der kann auch immer eine Rainbow-Karte verursachen. Aber schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir heute gar keine Rainbow, Duraludon, im Doppelpack. Schade. Aber bisher, Puls schon ziemlich stark, ey. Zwei Altarts, eine Glurak. Ich glaube, beschweren können wir uns da gar nicht, Chat. Nein, nicht Faustar ist mein hier reinschreiben. Später in die YouTube-Kommentare, Leute. Nicht jetzt. Lucario haben wir mit seiner wunderbaren Aurasphäre. Ist mehr oder weniger die Ult aus Pokémon Unite. Werden wir heute vielleicht auch noch streamen? Naja, also ich werde vielleicht noch später auf Twitch rübergehen. Und dann mal schauen, ob wir da vielleicht weitermachen mit ein bisschen Unite-Content. Schauen wir mal. Also dementsprechend, wartet ab. Und vielleicht gehen wir da auch noch live. Aber dafür müssen wir erstmal hier was Geiles ziehen, denn sonst bin ich sehr gebrochen. Und wir wollen nicht gebrochen sein. Das kann ich euch sagen. Goldstar PSA Return. Das Video ist fertig. Das Video wird
übernächste Woche kommen. Übernächste Woche wird's kommen. Und ich sag's euch, das wird einer der krassesten Videos aller Zeiten werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Brief und Siegel gebe ich euch darauf. Das war mit eines, Alola Volnona, meiner krassesten Returns, die ich jemals hatte. Aber ich spoiler nicht. Wartet auf das Video ab und dann könnt ihr es selber sehen. Okay, Boltoy, wir haben Schneebge, wir haben Nosepass, wir haben die Denne, wir haben Petsneef, wir haben das gute Stolos in V-Rare. Commune Unite? I don't know. Glaub er nicht. Wäre ein lustiger Support-Charakter, aber. Ein witziger Support-Charakter. Moin Zero. Welche ist die meist gewünschte Karte heute? Auf jeden Fall 12 in Solo hier. Nee, Spaß. 12 in Solo sieht auch nice aus, aber es ist nicht die Karte, die wir heute ziehen wollen. Die meist gewünschte Karte heute im Stream. Boah. Welche Karte kann das sein? Also, ich würde tatsächlich Glurak aus Nacht und Flammen haben, um den Fluch zu brechen. Ich würde mich über Glurak Altart aus Brainstars sehr, sehr freuen. Aber wir haben auch Celebrations am Start, wo ich theoretisch mein Goldstar Umbreon ziehen kann! Granbull Full Art! Hätte auch eine bessere Full Art sein können. Aber Granbull und Garland Friends hier, ne? Nicht mal die Full Art Variante, schade. Schade. Sleeve, geh auf. Da ist der gute Junge. Guckt ihn euch an, ey. Bro Fist Brudi. Nach den Flammen. Komm schon, nach den Flammen. Ich habe 40 Booster nach den Flammen. Da muss doch mal was dabei sein. Außer Gardevoir. Was haben wir hier denn Schönes? Brainstars. Das erste Celebrations haben wir da am Start. Okay, da bin ich sehr gehypt drauf. Wie ist die Aufteilung der Booster? Ich habe 45 Nacht und Flammen, ich habe 45 Brilliant Stars, glaube ich. Ich habe 5 Celebrations. Und ich habe, ich glaube... Nee, ich habe mehr. Es sind ja 2 Whole Display Cases. Ich glaube, ich habe irgendwie 55 Brilliant Stars. 4 Welten im Wandel. Ich glaube, 40 Nacht und Flammen und... Celebrations und Welten sind so ein bisschen der Füller zum 100er, glaube ich. Ich glaube, irgendwie so war das. Aber gucken wir mal. Oh! Hohoho. Nach dem Flammen enttäuscht schon mal nicht so krass. Amphira GX. Ich habe nichts gesehen, ey. Das war sehr überraschend, ey. Amphira, die gute. Diabolische Clown, Hitzestoß und Dunst der Königin. Auch eine Karte, die wir sehr, sehr oft als Rainbow gesehen haben. Und ich, to be honest... auch schon sehr, sehr oft habe. Centering ist abgrundtief krass, ne? Also, noch nicht Miscut. Einfach nur ein schlechtes Centering. So, was... Wie öffne ich hier die Packs, Alter? Sehr verwirrend. Spiritomb. Komm schon. Impidimp. Puma-Dame. Und Puma-Dame. Mal weiter mit Celebrations. Passt auf. Gutes Set. Gute Besserung. Glaubt ihr, wir ziehen eine Retro-Hit raus? Ja oder nein, Chat? Ja oder nein? Retro-Hit? Yes or no? Wir haben Ho-Oh, wird angekündigt fürs neue Set. Hoffentlich als Altart. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Cosmog und Lily. Lily und Vulpix. Vista. Altart is coming. Übeltal. Und Solgaleo leider nur. Schade. Keine Retro-Karte bisher. Wie kann man Mod werden? Auf YouTube habe ich nicht so wirklich viele Mods. Dementsprechend. Ich streame auch nicht auf YouTube oft. YouTube sind meist nur die 100er Streams. Okay, ihr hattet leider nicht so recht, aber womit ihr recht habt, ist ein Lapras. Haben wir hier irgendwas? Ihr habt recht, Alter, die Codekarten schimmern da so krass durch, ne? Vor allem, wenn die so gebogen sind, dass du denkst, yo, du hast da was, Junge. So, schauen wir rein, was haben wir? Wir haben Carpador. Wir haben Gleebunkel, Pikachu, Grillmack, Glumanda, Gyarados und Lamelux. Okay, was haben wir hier? Wir haben Celebrations. Wir haben ein Cosmic Eclipse dabei inzwischen mal. Okay. Komm schon. Let's go. Das dämme Zwillicht. Iskala, Velusi, Krabox, Bobobobungus, Bodybuilder, Hanteln. Also, for real, Alter, ey. Ich habe mich gestern mal wieder auf den Cross-Trainer gestellt, ne? Und ich habe mich so gefühlt wie der krasseste
wie der krasseste Sportler des Todes, ey. Obwohl ich schon seit Ewigkeit keinen Sport mehr gemacht habe. Aber let's be real, bei 35 Grad draußen, da willst du auch keinen Sport machen halt. Aber irgendwie hatte ich Bock drauf, weil wir sind gestern noch in einen Diner gefahren mit ein paar Freunden. Das war sehr, sehr fun. Und ich dachte mir so, yo, wenn ich mir jetzt einen Liter Milchshake reinballer, dann kann ich auch mich kurz mal auf meinen Crosstrainer setzen und ein bisschen Fahrrad fahren halt. Mewtwo haben wir hier. Auch wieder mit abartigem Centering halt. Oder es sieht nur so aus, ich weiß es nicht. Ein bisschen Sport tut immer gut, dementsprechend mache ich das mal ganz gern. So, Hand vor der Retro-Hit. Celebrations. Come on, boy. Come on, boy. Gib mir jetzt ein saftiges Umbreon Goldstar. Mehr will ich nicht. Ich will nur Umbreon Goldstar. Ha! Reshiram! Reshiram ist fein. Reshiram ist fein. Und Lunala haben wir hier. Reshiram ist ein guter, würde ich sagen. Outrage und Blue Flare. Holofoil ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Kannst du noch Go öffnen? Weiß nicht, ob ich Go öffnen kann, Junge. Ich glaube nicht. Go ist heute nicht so drin. So. Gucken wir mal rein, was wir hier... Let's go. Knitz. Filiu. Zwielicht. Staralili. Aggron again. Wieder ein Aggron. Und wieder die V-Star-Karte. Wann kommt wieder Fanpost? Fanpost kommt bald, sage ich mal. Also wie gesagt, gib mir da ein bisschen Zeit. Ich bin gerade selber sehr im Zeitdruck. Ich fahre nächste Woche nach London für ein paar Tage auf der Pokémon-Weltmeisterschaft. Und ich bin ehrlich, ich habe gerade so viel vor und ich möchte so viel machen. Und ich kriege gefühlt kaum was hin. Aber... ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich auf jeden Fall die Videos erstmal fertig kriege. Und dann kommen Sachen wie Fanpost und sowas halt auch wieder. Ist es nach den Flammen? Ja. Nach den Flammen. Komm schon. Lasst es brennen. Lasst es brennen. Calamanero. Okay. Das heißt, wir haben Cosmic Eclipse jetzt im Pack. Die sind aus Arceus Boxen. Und ich dachte mir, hey, why not... Ich habe davon so einige. Und warum öffnen wir die nicht, ne? Character Rares kannst du hier ziehen. Alt Arts, Rainbows. Und mir fehlt noch alles. Mir fehlt noch Arceus in der Alt Art. Oder auch Rainbow Glurak. Aber das wird wohl heute gar nichts. Schade, schade, schade. Es wird schon weniger mit den Packs. Aber wir haben noch. Wir haben noch genug. Zitronenwasser. True Boy. Lass erstmal ein bisschen Glück hier antrinken, ey. Tasty. Tasty, sag ich dir. Machst du einen Vlog zur Weltmeisterschaft? Natürlich. Vlog wird kommen. Folgt da auch gerne auf Instagram rein. Da wird es bestimmt auch exclusive Bilder und Videos und alles geben. Samazenter. Das gute Samazenter mit Regal Stance. Oder Regalstanze. Die Regalstanze. Man weiß es nicht. Hazel, dankeschön für den. Eine Schweizer Franke. Vielen Dank. Nee, aber ich freue mich sehr auf die Weltmeisterschaft. Glaube ich, sehr, sehr cool, mit vielen Creatoren da Kontakt zu haben und auch viele vielleicht von euch zu sehen. Und es sind viele coole Side-Events dort, wo ich mit antreten kann und wahrscheinlich auch viele geile Sachen, die man da kaufen kann oder ähnliches. Also da freut euch auf Videos und Streams und ähnliches, wo ich dann darüber berichten werde. Das wird sehr, sehr nice werden, sage ich euch. Komm schon. Wir haben das Golrak. Golrak haben wir am Start. Let's go. Das ist ja schon fast. Wie wird das Gewinnspiel aufgelöst? Es wird ungefähr nach 2 Wochen oder sowas werde ich dann jemanden auslosen von allen Kommentaren. Das wird auf Instagram oder sowas wahrscheinlich passieren. Und dann werde ich den Gewinner anschreiben. Ich glaube, die Rave Alarm Lux. Ich glaube, die habe ich verpasst. Yes. Also da, wie gesagt, warte da ab, nach dem Stream wird das Gewinnspiel nochmal vernünftig in der Beschreibung aufgelistet sein. Also von daher, beruhigt euch. Beruhigt euch. Du bist verschwommen? Ich bin verschwommen? Bin ich verschwommen, Chat? Bin ich verschwommen? Ist die Qualität so komisch? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, oder? Tangela? Zabladin? Krabox. Let's go. Let's go! Ich sag's euch, ey. Vulpix Alt Art aus dem neuen japanischen Set, was jetzt am 2. Dezember rauskommt, wird mega werden. Wird wirklich mega werden.
Nee, bisschen, ja, ja, bisschen, ja, ja, nein, ja, bisschen, ja, ja, was? Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Aus dem neuen japanischen Set, was jetzt am 2. Dezember rauskommt, wird mega werden. Wow, holy shit. Ach, Leute, das sieht doch gut aus. Müsst die Qualität auch hochstellen. Stell die Qualität des Streams mal auf Full HD. Und dann ist alles tutti, sag ich euch. Bisschen, ja, ja, nein, ja, bisschen, ja, ja, was? Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Aus dem neuen japanischen Set, was jetzt am 2. Ja, bisschen. Vielleicht kann ich da was, kann ich da was machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann da nichts machen. Ich glaube, ich kann da nichts machen. Warum ist denn die Qualität so? Was ist denn da los? Ausgabe? Stream? Oh. I don't know. Egal. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon hin, sage ich euch. Würde gern ein richtig geiles One Piece Opening machen, Zero. Ich habe doch schon ein One Piece Opening gemacht auf meinem Zweitkanal. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich habe doch einen Zweitkanal, da habe ich doch One Piece geöffnet. Ganz, ganz easy peasy. Da kommen auch andere Openings. Auch Yu-Gi-Oh! Und wie die ganzen Franchises heißen. Also da, checkt das gerne mal ab. So, ich werde gleich die Donations alles vorlesen. Gebt mir ein bisschen Zeit. Und ich werde mal ganz kurz hier eine saftige Fima machen für euch. Bisschen Music, der DJ, Zero of Time, ist auch am Start. Wir haben hier Luxray als Rare. So. Erstmal, Dankeschön für die Donation hier von Miron. Hey, ich habe eine Frage. Will ein Radiant Glow zu PSA schicken und graden lassen? Hab aber Schiss, dass mich das viel kosten wird. Nee, also 30 Euro kostet PSA gerade nicht, außer du hast eine Platin-Memberschaft oder sowas, was keiner hat. Und außerdem ist das wieder abgelaufen. Dementsprechend, PSA-Grading kostet gerade eine ganze Menge. Und ich würde auch warten und würde es auch am liebsten über Mittelsmann machen. Welchen man da wählt, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Weil man da auch keine Zollkosten und sonst was hat und da auch nichts passieren kann, wenn du versichert bist und alles halt. Also schaut da einfach mal bei Google. Und dann ist das, glaube ich, das Smarteste, was man machen kann. Also ich habe meine Karte auch immer über Mittelsmann eingeschickt, weil das sehr viel einfacher ist. Zahlst du ein bisschen Euro mehr, also ein paar Euros mehr. Aber dafür hast du halt keine Probleme und die machen den ganzen Kram halt und du kannst nichts falsch machen. Das ist, glaube ich, so das Einfachste, was du machen kannst. Das ist damn natürlich. Let's go. Zieh auf. Fleißige Staffel Holz! Lasch, okay. Oh! Eine Celebration haben wir hier hinter wieder. Die Bock auf Celebration? Celebration wäre jetzt sehr, sehr lit, ey. Komm schon, lass uns was Geiles ziehen hier. Balim, balim. Bamflam. Mojino. Boss's Order und Cynthia's Ambition. Endlich mal wieder eine richtig geile Full-Art-Karte hier. Die gute Cynthia. Ist ja auch gerade im Anime gegen... Ist sie gerade im Anime gegen Ash? Ist das schon soweit? Ich glaube schon, ne? Dass sie gerade gegeneinander antreten. Sehr, sehr wilder Kampf. Sag ich euch, sehr, sehr wilder Kampf. Cynthia's Ambition. Coole Karte, cooler Charakter. Braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Ist einfach eine gute Dame. Dennis, Dankeschön. So, Celebration wird geöffnet. Bisher haben wir eine Glurak-Karte gezogen. Vielleicht können wir das nochmal hier etwas abspeisen mit einem Rocket Zapdos. Und einen Summer Center hier. Zwei gute Hits aus einem Pack aus Celebration. Das enttäuscht auf jeden Fall nicht. Dennis, danke schon nochmal. Kuss. Sehr stark. So. Nacht in Flammen. Was glaubt ihr, eher, Chat? Bekommen wir vielleicht auch einen Mod da, der eine Frage stellen kann? Kann man eine Frage stellen? Ich glaube, man kann eine Frage stellen, ne? Geno, wenn du das hörst, kannst du mal probieren? Das wäre super. Weil dann können wir fragen, so, ja, was glaubt ihr, welches Glurak ziehen wir eher? Das aus Brilliant Stars oder das aus Nacht in Flammen? In Flammen, nicht Nacht, Nacht der Flammen. Nacht in Flammen. Gutes Glurak. Aber auch sehr, 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 sehr altes Glurak! Let's go! Arceus Vista Rainbow! Saftig, knaftig! Was ein Hit! Und was ein Hit!
Oh, Baby! Ist das eine nice Karte? Ist das eine nice Karte? Ich glaube, der beste Hit des heutigen Tages. Und ich gehe sehr davon aus, dass es der beste des heutigen Tages ist. Oh, yeah. Centering ist in Ordnung. Hier vielleicht ein bisschen sehr wenig. Aber das ist schon mal crazy, sage ich euch. Das ist sehr, sehr krass. Geiler. Geiler. Woo! Chatterino, es läuft gut. Es läuft gut. Jetzt musst du nur noch nach dem Flammen aufholen. Die erste Rainbow ist gepult. Die erste Rainbow ist gepult. Kann nach dem Flammen ausgleichen. Ist Carla. Toxicroak! Darkrai! Okay. Nidgeax immerhin mal wieder. Nidgeax immerhin. Das ist nicht die Shiny-Version, die wir aus der Promobox haben. Aus Schimmer der Legenden. War auch sehr random, denn dass den Schimmer der Legenden in diesen Special-Boxen immer einfach irgendwelche Pokémon random reingepackt haben und die dann als Shiny oder ähnliches gemacht haben. Brain Stars, come on. Geh auf. Machen wir ein Skip-Pack hier. Ein bisschen durchskippen hier mal. Moltres Holo. Hey, hat sich doch gelohnt. Der skippende Boss. Wommel. Alter Wommel, ey. So ein geiler Name halt. Auch Reislaus. Calavanero und Ele Voltec. Aber das ist halt das Geile, wisst ihr, an Brain Stars und Nacht und Flammen und wie sie nicht alle heißen. Das sind so coole Booster Packs, wo du halt immer irgendetwas ziehst, wo du immer irgendwie garantiert einen Hit oder sonst was drin hast. Deswegen mag ich die Sets halt auch und öffne die gerne. Also Nacht und Flammen ist jetzt nicht so geil, aber Brilliant Stars sieht man auch in Golrak. Ein Golrak ist auch sehr nice. Julian, next to the nation. Ob ich ein Video mal mit Rev mache, weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Wenn ich ihn auf dem World sehen sollte, werde ich ihn auf jeden Fall mal so Hallo sagen, vielleicht mal ein Gespräch oder sowas führen, wenn er Bock und Zeit hat. Aber ein Video weiß ich nicht. Marc-André, Dankeschön ebenfalls für deine Doni, Alter. Was ist los mit euch, ey? Heute so ultra spendabel. Ihr seid im Gönnermodus. Und ich bin ebenfalls im Gönnermodus. Und bull dir das Hundemon. Eieieiei. Und ein Infernape. Sehr stark, ey. Es gibt so viele Karten hier drin, dass man das gar nicht merkt halt, ne? Wie gesagt, um später das Glurak Vista zu gewinnen, einfach nach dem Stream nochmal hier das Video anklicken und dann in die Kommis schreiben. Nicht jetzt während des Lives. Und dann habt ihr die Chance, diese signiert zu bekommen. Kann man deinen Bulk erwerben? Was wollt ihr mit meinem Bulk haben, Alter? Ist der so besonders? Sind da meine Hautzellen drauf, die ihr dann klonen wollt oder sowas? Zapplangwelle, Voltec. Weiß ich nicht, du. Also ich habe sehr viel Bulk. Und irgendwann verkaufe ich den halt auch mal, aber meistens wird er erstmal so ein bisschen gesammelt. Und ja, dann weiß ich halt auch nicht, was ich damit mache halt. Aber es gibt so Tage, wo ich den nochmal weggebe. Der gute Kindler an Rainbow. Warum der gute Kindler? Warum nicht der gute Golrak? Aber der geiles Holo-Pattern, der Kindler. Sieht schon sehr geil aus, das Pattern. Ah, ich habe wieder nichts kommen sehen, ey. Das ist das gute Brain Stars, das spoilert so gut wie nie. So gut wie nie. By the way, falls ihr nicht abgecheckt habt, ne? Auf TikTok und auf YouTube Shorts öffne ich jeden Tag einen Evolving Skies Booster gerade. So als kleines Mini-YouTube-Format. Also falls ihr TikTok habt, checkt da gerne mal Zero of Time ab. Da kommen des öfteren Videos. Kann ich euch sehr empfehlen. Kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, falls ihr mehr Content von mir sehen wollt. Ne? Und ich versuche das nach Tara zu ziehen. Frage ist halt, ob ich das schaffe. Erstmal mit dem Flygon hier. Mit Sand Spray. Guter Junge. Guter Junge. Vermisst du Bremen? Geht. Also ich bin ja öfters mal bei meinen Eltern oder sonst was halt in der Nähe von Bremen. Aber so vermissen tue ich es jetzt gerade nicht. Da gibt's schönere Sachen, die ich vermisse. Houndoom. Unter anderem vermisse ich es auf jeden Fall mal wieder, euch zu sehen. Oder halt auch mal wieder richtig in den Urlaub oder sowas, hätte ich auch mal wieder Bock. Kingler V-Max vermisse ich jetzt nicht so geil, Alter. Guckt euch sein Bart an, ey.
Das ist sehr, sehr wild, ey. Hundemon und Kingda haben wir hier am Start, ey. Sehr geile Kombo hier mit Double Trouble wieder, ey. Das ist das Schöne, wie gesagt, ey. Zwei Hits in einem Booster. Was kann man dagegen sagen? Gar nichts. So. Gute Gold Silber Remix hier. Let's go, Gold Silber Remix. Gib uns jetzt was Saftiges. Togedemaru. Caradonis. By the way, Glumanda. Reverse. Leg ich auch zur Seite. Ist ein nicerer Hit. Ist definitiv ein nicerer Hit. Und das Ding ist, ich habe gestern das erste Mal Machomai gespielt in Unite und der hat ultra reingeböllert. Der hat ultra reingeböllert. Also ich werde auf jeden Fall mal wieder ein paar Runden mit euch hier daddeln, also im Stream. Und mal schauen, was wir für Erfolge da feiern können oder halt auch nicht. So, erste Karton ist gleich leer. Wir haben hier noch Celebrations, Nacht und Flammen, Brin Stars. Schauen wir rein. Smooth. Ah, was ist das da? Was ist das da? Kommt schon. Retro. Ich möchte nach Tara. Ich möchte nach Tara, auch wenn ich hier eigentlich das Glurak ziehen will. Auch wenn wir heute das Glurak sehen wollen. Nach Tara hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die beste Evoli-Entwicklung. Safe call. Was macht eigentlich dein Studium? Oh, Freunde. Big Announcement. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es auf Twitch schon einmal gesagt, dass ich bestanden habe. Das steht fest. Und ich habe vorgestern habe ich mein Transkript und meine Urkunde bekommen. Also die richtige Urkundenverleihung bekomme ich noch, aber die lag einfach for real vor meiner Haustür. Double Pikachu into Aranestro. Und ich habe meinen Bachelor mit, ich glaube, 2,1 abgeschlossen. Und damit bin ich mehr als zufrieden. Holy shit, das war sehr, sehr krass. Und ich brauche nicht mehr studieren. Ich bin endlich durch. Nach 4 Jahren Studium habe ich es geschafft. Aber das Witzigste war, wie gesagt, dass alles so irgendwie vor der Haustür lag und ich im Briefkasten, weil es hat nicht reingepasst. Das war auch sehr witzig. Hier kam ich nach Hause, ich so, was ist das? Und auf einmal, oh, geil. Dafür habe ich 4, 5 Jahre darauf hingearbeitet. Dennis, dankeschön. Gönnermodus für Packluck. Brudi, alle, let's go! Calamanero. Danke, Brudi. Danke, Mann. Dankeschön an alle, die Glückwunsch schreiben. Vielen lieben Dank. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass es endlich vorbei ist und dass ich jetzt fulltime mich auf YouTube konzentrieren kann und auf Twitch und alles, was dazugehört. Ist schon sehr, sehr geil. Starmie. Tap, tap, tap. Into Duraludon. Du böser Wischt. Was machst du denn? So, was haben wir hier? Brainstars, Nacht und Flammen, Brainstars, Nacht und Flammen, Brainstars, Nacht und Flammen. Nice. Wie lange bist du noch live? Bis alle Booster Packs gone sind. Wir öffnen 100 Stück, dann gehe ich offline und dann gehen wir wahrscheinlich nochmal live auf Twitch, um da ein bisschen zu zocken. Zitronenwasser trinken. Bist du sicher, Maxi, dass ich ein bisschen Zitronenwasser trinken soll? Stem the Zwillig, let's go. Ciao. Bobongos, Raupi und Garados Holo. Geiles Artwork. Den werde ich auf jeden Fall nicht zum Holo, zum Bulk packen, sondern ganz normal weg. Du hast recht. Danke für den Tipp fürs Trinken. Passt auf. Wir machen sogar ein Ihr seht es zuerst Pack. Saftig, knaftig wird das jetzt, ich sag's euch. Wir haben einmal Rainbow Glurak über ein Ihr seht es zuerst Pack gezogen. Und jetzt machen wir das Unmögliche nochmal möglich. Sodass wir es einfach durchballern. Was habe ich studiert? Ich habe digitale Filmtechnik studiert. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Golett. Barmelin. Raichu. Hey, oh, es ist ein Hit. Es ist ein Hit. Der Raichu-Boy. Du bist do. Dankeschön ebenfalls für den Einer. Danke dir. Good morning. Servus. Hi. Grüße an alle, die gerade aufgestanden sind. Mit dem eventuellen Gedanken, hier einen Stream zu verfolgen. Schauen wir rein. Bampuli. Ladybug. Hutut. Vulpix. Reolut. Ho-oh. Nice! Im neuen japanischen Set bekommt der Junge wieder mal einen Print. Und jetzt haben wir hier ihn im Original GX Print. Geiler Kerl. Geiler Kerl, ey. Fran haben wir hier noch. Wir können ja coole Full Arts auch noch ziehen halt, ne? Müssen wir auch drauf achten. Leider nicht das Glurak GX.
Aber Ho-Oh, auch nice. Komm schon! Trink einfach alles aus gleich. Beruhigt euch, beruhigt euch. Komm schon. Torterra haben wir hier. Torterra, Torterra und die V-Star-Karte mal wieder. Die baitige Karte. Die baitige Karte. Komm schon. Jetzt einen dicken Hit aus Nacht in Flammen. Auf den Beat-Drop. Oh, Fluchtseil Gold. Let's go. Was ist das da? Okay, es war wohl irgendwie nur ein Fussel oder sonst was. Ah, Fluchtseil Gold. Die erste Secret Rare aus Nacht in Flammen. Mit dem goldenen Stern, der da oben funkelt. Der ist geil. Schönes Holo-Pattern. Sehr, sehr schönes Holo-Pattern. Nice. Das war nicht, das war einfach nur so dahergesagt. So, ja, und jetzt einen geilen Hit. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass wir irgendwas Geiles hier haben. Fluchtseil Gold. Easy. Sag ich euch. Einfach gepult. Alter, wir haben noch hier einen ganzen Batzen, den wir jetzt rippen werden. Come on. Wo bleiben eigentlich die ganzen Wellen in Wandelpacks? Ich hoffe, die kommen gleich. Glumanda. Krabox. Mautz in Griechenland. Verlusi. Fluchtseil, nicht in Gold. Und Darkrai haben wir hier nochmal gezogen, okay. Darkrai DX. Das zweite Mal heute schon. Das zweite Mal. Huh. Was passiert mit den ganzen Comic-Karten, die du zum 20. Mal ziehst? Wie gesagt, manche tausche ich ein, manche verkaufe ich auch, je nachdem. Also das ist alles möglich. Kubuin haben wir hier leider nur. Mit Fusion Strike drauf. Finde ich immer noch ein bisschen random, dass manche Karten diesen Fusion Strike Tag haben, obwohl sie nicht im Fusion Strike geprintet sind, aber es sind ja eher die Fusion Strike Archetype Karten und nicht jetzt Karten aus dem Set. Vulpix. Wie gesagt, Alter, Vulpix, Alter, mit Lilly drauf. Sagt mal ehrlich, Chat. Freut ihr euch drauf? Wird auf jeden Fall kommen. Zwifenst und Pikachu Reverse. Wie viele Packs noch? Ah, nicht mehr so viele. Nicht mehr so viele. Sind jetzt auch schon halbe Stunde am Öffnen. Also ich sage immer so, 50 Minuten dauert eigentlich immer so ein Stream. Dann ist man eigentlich immer durch mit den 100 Packs. Roseanne's Backup und Tornadus mit den Bizeps. Wir wollen deinen Bizeps, Trizeps. Geiler Song, Alter. Geiler Song, sage ich euch. Krabox, Mautzi, Verlusi, Vegimak again, Sepa und Sneebuna. Was sagst du zur neuen Premium-Box? Leute, guckt ihr meinen Zweitkanal nicht? Auf dem Zweitkanal habe ich doch ein Video zur Premium-Box gemacht. Da habe ich doch gesagt, wie ich die finde. Ich finde die schon krass. Und die kann Potenzial einer der besten Boxen werden. Mal schauen aber erst. Erstmal muss sie kommen. Erstmal muss sie kommen. Und wir müssen erstmal gucken, was für Gluraks da drin sind halt, ne? Für Leute, die sie mitbekommen haben. Neue Ultra-Premium-Kollektion mit Glurak. Drei Gluraks. V-Star, Rainbow, also V-Star, V-Max und VR gesagt. Nicht Rainbow, das ist noch nicht bestätigt. Aber kann alles passieren. Kann alles passieren halt, ne? Stell dir vor, die printen einfach Rainbow Glurak rein. Wie krank wäre das? Wie krank wäre das? Kommt schon. Karoblast. Pipi. Chirubi. Caradonis. Coffee Master. Und Pixie. Hattest du Französisch oder Latein? Ich hatte tatsächlich ein ganz bisschen Französisch. Hab das gedroppt danach halt. Und ich, für mein Abi brauchte ich das tatsächlich nicht. Ich habe halt auch nur ein Fachabi. Ich habe kein Normal-Abi. Ich habe nur ein Fachabi gemacht. Garelcita und Totonator. Weil danach konnte ich halt einfach ganz normal das studieren, worauf ich Bock hatte mit dem Fachabi. Und ja, deswegen. Warum sollte ich es da machen? Aber ich bin ehrlich mit euch, wenn ich jetzt eine Fremdsprache nochmal lernen könnte, hätte ich irre Bock drauf. Hätte ich wirklich Bock drauf. Unterschätzt man halt, ne? Und man ist später sehr, sehr froh, dass man es gemacht hat. Definitiv, ey. Wir haben den guten Kommandutan hier. Chillig, vanillig. Chillt er da. Und ein Muck. Alter, ey. Ich sag's euch, heute wird so warm werden. Und ich will mich sowas von vor meiner Klimaanlage hinsetzen. Beziehungsweise Ventilator ist es eher. Ist keine Klimaanlage. Und werde einfach nur nichts machen. Wie lange sammelst du schon Pokémon? Seit immer schon halt, ne? Pokémon-Karten habe ich auch schon als kleines Kind gesammelt. Auch wenn ich die Karten später verkauft oder verschenkt habe, eher gesagt. Eher verschenkt, nicht verkauft.
Und Pokémon sammle ich schon mein ganzes Leben. Also Spiele, Karten habe ich noch von ganz, ganz damals. Alles halt. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber. Ich kann mich jetzt schimpfen, dass es mein Job ist. Und gleichzeitig hat es mein Leben halt in positivem Sinne sehr gut beeinflusst. Weil wer kann sagen so, hey yo, ich bin auf der Weltmeisterschaft eingeladen worden von Pokémon höchstpersönlich. Sag das mal meinem 6-jährigen Ich vor 20 Jahren so. Der wäre ausgerastet halt. Der hätte auch gesagt, so, was laberst du da für einen Scheiß, Alter? Das wird niemals passieren. Drampa haben wir hier in V. Der gute Psychopath, Alter, ey. Also deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass das so alles geendet ist und dass ich das hier machen kann. Also wie gesagt, einen cooleren Job kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und dementsprechend genieße ich das auch. Puh. Mal ein Schlückchen hier nehmen, Alter, ey. So, Friends. Wir sind gleich schon am Ende. Wir haben nicht mehr viele Booster. Wir haben wirklich nicht viele Booster. Das ist der letzte Batzen. Vielleicht öffne ich nochmal was anderes, wenn wir jetzt keinen Big Hit haben. Aber vielleicht gönnen die Packs jetzt auch. Mal schauen. Riolu. Das Beste kommt ja eigentlich zum Schluss. Komm schon! Let's fucking go! Glurak Vista, number 2. Handvolle Golrak ist da. Und wie es da ist. Der Junge ist hier auf der Matte und der Junge ist hier am Start. Nice. Der zweite Bad Boy. Ich wollte heute eigentlich ins Fitnessstudio, aber es ist viel zu warm. Brudi, Alter, ich fühle es. Es ist super warm. Aber die Hitze, ich sag's euch hier, das ist das Feuer, was in einem lodert. Und irgendwann wird man belohnt. Mit einer Glurak Rainbow. Irgendwann. Cosmic Eclipse. Komm schon, gib mir eine saftige Character Rare. Oder eine Altart. Oder eine Rainbow, Alter. Please. Tepic. Carnivana. Geiles Artwork hier auch. Komm schon. Araqua. Der gute Golett. Vulpix Reverse. Der glänzt krass, ey, muss man sagen. Und Firnon-Tor. Nur ein Firnon-Tor. Komm schon. Nach den Flammen. Mach es möglich, Junge. Komm schon. Porygon und Serapendra. Wo ist denn dein Glurak-Shirt? Ich hab's heute nicht angezogen, ey, weil schwarze Shirts bei der Temperatur. Alter, ich sag's dir. Man heizt sich des Todes auf. Du schwitzt einfach. Ich schwitze jetzt schon extrem. Wahrscheinlich sieht man das auch. Aber wisst ihr was? Das ist okay. Solange ich Empoleon und Plinfazi hier als Combo ist das voll fein. Schade, Banane. Bei uns sind nur Wolken am Himmel. Ja, Babs, lass mal tauschen. Come on. Komm hierher. 35 Grad. Gönn dir. Und ich gönn mir die Wolken am Himmel. Kannst du gerne rüberschicken, wenn du Bock hast. Hätte ich jetzt nichts gegen. T-Denne haben wir hier. Komm schon, gib mir eine T-Denne Character Ray jetzt. Probopass und Mack. Mack ziehen wir so oft heute, ey. Wann kommt Cashback? Nächste Woche Sonntag kommt Cashback. Könnt ihr euch wieder drauf freuen. Alle 4 Wochen kommt Cashback. Raupi. Porygon. Bundlebee. Machomoi. GX. One Punch Man. Überkreuzungsschneider. Machomoi. Hashtag Klimaanlage. Ja, eine Klimaanlage wäre schon sehr cool, aber ich glaube, die würde man hören. Dementsprechend habe ich mir gedacht, so, nee. Beim Stream, beim Aufnehmen kann ich auch mal kurz ohne. Mewtwo haben wir hier wieder als Rare. Und deswegen habe ich keine. Du bist aber nicht süchtig, Geilo. Nee, ich bin nicht süchtig. Ich bin absolut nicht süchtig. Ich kann jederzeit aufhören, sag ich dir. Deswegen öffnen wir gleich noch so lange, bis wir was Geiles haben, ich sag's euch. Ziehst du Alola Vulpix auch auf? Ja, natürlich, muss ich ja auch. Wie gesagt, am 2. September kommt das neue Set raus, da will ich auch Alola Vulpix sehen. Richtig Bock drauf. Reiß los, Togedemaru, Duflo und Tangolos.
Brain Stars. Komm schon, wir wollen eine Bang. Wir wollen eine Bang. Beende es mit einem Bang. Bitte einen guten Bang. Panflam. Oh, es ist eine Gold, oder? Es ist eine Gold, oder? Aki ist Mr. Gold. Let's fucking go. Das ist ein Bang. Das ist sowas von einem Bang. Hand vor der Glurak Molag, Hand vor der Arceus heute. Alter, das war die letzte Goldkarte, glaube ich, die ich noch nicht gezogen habe. Ich habe Arctos, ich habe Zapdos, ich habe Lavados. Und jetzt Arceus. Let's fucking go. Geil. Sowas von geil. Einfach den Bad Boy gepult. Sowas von gut. Sowas von gut. Guckt ihn euch an. Gute Quali. Gutes Centering. Gute Corners. So muss das. So muss das. Gib mir weg mit der Boosterverpackung, Alter. Geh mir weg mit der Boosterverpackung. Jetzt Jaugon haben wir hier nur. So, zwei Booster haben wir noch, aber ich glaube, ich öffne noch gleich noch eine Arceus-Box. Ich spüre es in meinen Jellies, wie es Detective Pikachu immer zitiert, dass wir hier gleich noch was öffnen müssen. Wir müssen da gleich noch was öffnen. Ich sag's euch. Nach dem Flammen. Aber es ist das letzte Nach dem Flammen-Booster tatsächlich. Können wir den Fluch brechen? Seit 5 Jahren! 12 Instagen. Den haben wir auch jetzt schon 20 Mal gezogen heute, ey. Pokémon! Why are you doing this? Ne. Die Booster sind leer. Die Booster Packs sind leer. Aber. Weil ihr so geil seid, öffne ich auf jeden Fall noch eine Arceus Box. Und ich da nichts drin habe, ziehe ich vielleicht auch noch eine. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das gerade die Phase, wo man süchtig ist, wo man mehr öffnet, als man eigentlich möchte? Ich nenne das nicht süchtig, ich nenne das, ich fühle mich berufen, es zu machen. Weil irgendetwas ruft mich. Irgendetwas ruft mich. Und wenn es nicht der Gerichtsvollzieher ist, ist es ein Heatran. Es ist ein Heatran. So, Brain Stars. Wir haben bisher 2 Gluraks gezogen heute. Und 2 Arceus. Theoretisch müssen wir mehr Gluraks ziehen als Arceus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Burmadame. Burmadame. Cosmic Eclipse. Komm schon, Cosmic Eclipse. Gönn. Brudi, gönn. Brudi, gönn. Natu. Sneasel. Flabebe. Keine Character Rare. Aber ein Oricorio. Oricorio, was willst du von mir, Alter? Den habe ich auch so auf der Rainbow gezogen. Ja, der hat mich so oft getrollt, ich sag's euch. Abnormal. Abnormal. So, wir machen die letzte Box noch auf. Dann war's das für heute. Das letzte Pack. Oder die letzten Packs. Cosmic Eclipse und 2x Brain Stars. Kommt schon, Chat. Spirit Bomb mäßig, die Genki Dama hebt die Hände hoch zum Himmel. Professors Research. Ist okay. Come on, Brain Stars. Come on, Brain Stars. Please. Sterndu. Reolu. Staralili. Ariados, Character Rare und Tornadus mit den Bizeps. Was hat er denn hier? Seht ihr das da? Was ist denn da passiert? Der komplette Druck löst sich da. Sehr wild. Hatte ich so auch noch nicht. Das ist sehr merkwürdig. Cosmic Eclipse, letztes Pack. Komm schon. Big, big Hit nochmal. Denkt an das Gewinnspiel in den Kommentaren. Und ich würde sagen, meine Damen und Herren, wir beenden es mit
Volcarona GX. Ist ein guter. Ist ein guter. Zwar nicht das richtige Feuer-Pokémon, aber ein okayes. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart hier im Livestream. Ich werde noch hier zum Abschluss Chilling Rain öffnen, weil warum nicht? Chillig zum Abschluss, geht's mal raus hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, ne? Also bei dem Wetter kann ich euch auf jeden Fall euch noch hier mitgeben. Nicole, Dankeschön für 5 Euro. Guten Morgen, habe 3 Astralglanz Displays auf eBay gekauft, OVP. Doch beim Öffnen ist sofort aufgefallen, wir haben mit einer Schere geöffnet, bin sprachlos. Verlangt dein Geld zurück, sofort. Also das geht gar nicht, sowas. Also Käuferschutz, let's go. Also da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit. Und Greedent. Celebi ist ein guter Abschluss, würde ich sagen. Celebi Full Art. Damit können wir den Stream beenden. Oh, Baby. Let's go. Oh, nice Hit, um chillig hier rauszugehen, sage ich euch. Eins meiner Favorite Pokémon geht hier down. Und meine Damen und Herren, wir werden gleich live gehen auf Twitch und werden dort noch ein bisschen daddeln. Falls ihr Bock habt, checkt das auf jeden Fall ab. twitch.tv/zeroftime. Wir werden da ungefähr 3 bis 4 Minuten online gehen. Ein bisschen Unite daddeln. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Danke.